Ja. High five. I'm back. Back to business. And it's time to kill stormtroopers with boxes. With blitzing lightning boxes. More lightning boxes. Ey, der kann durch den Spalt durchschießen. Ist ja wie bei CS ist das ja hier. Ach du Kacke, wer kommt denn da an? Wer bist denn du? Hä? Hat er mich jetzt erwischt? Ja, ich hänge am Boden in der Luft fest. Du bist doch so ein dummes, blödes Vieh, ey. Es leckt. Jetzt leckt es schon hier. Also der Endkampf leckt 100 Pro, wenn das hier schon so leckt. Ja, fuck! Das gibt's nicht! Nicht rutschen! Spring! Nicht wegrutschen! Wo rutscht er denn hin? Wie langsam er da gerutscht ist. Er hätte doch. Guck mal, was der gemacht hat. Ja, der ist aus dem Weltall, aus einem Raumschiff rausgesprungen. Hat sich an einen TIE Fighter gehangen, drehte den in der Luft rum und landet dann. Aber wenn er da so eine rutschige, von Regen rutschige Fläche runterrutscht in den Ozean, dann stirbt Starkiller. Natürlich! First Lightsaber! Alle geköpft. So, dem weiche ich jetzt erstmal aus. Bewerf den nachher mit Kisten und jetzt werden erstmal die Sniper hier umgenietet. Armee. Da unten sind noch mehr Sniper, das gibt's ja wohl nicht. Wo kommt die denn her? Oh! Ach, die haben's überlebt, hä? Wir haben die Apokalypse überlebt. Komm her, komm du Kacknoob. Du kriegst mich nicht. Oh oh. Ha! Ja, wie weit kann der denn bitte springen? Ist jetzt mal tot, Mensch. Ja! Murks ihn ab, Junge! Du schaffst es! Der war schon ganz schön fies, der Gegner. Kann der überhaupt schon mal in dem Spiel? Ich glaube schon. Aber nicht so oft. Ein seltener Gast hier. Bei mir in der Sendung Twitch Reloaded. Ehrengast. Springmonstervieh. Mit Totenkopfschädel. Ich achte in letzter Zeit nicht mehr so auf die Holofronts. Ich habe die Befürchtung, dass das hier ganz schön doof ist, wenn ich das alle verpasse. Oh. Ja, komm, der letzte hätte jetzt zu lange gedauert, wenn der erst bis zu mir und dann zu ihm zurück. Aber dieses Raketentennis hier, das ist schon ziemlich cool, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hilfst du mir dabei? Hier, du kannst doch mich auch mal hochheben, so wie ich dich hochhebe. Komm, der Lichtverwurf, den finde ich so klasse. Wie der alle köpft einfach nur. Ja, und du kriegst einen Freiflug. Adios, amigo. So, ich stelle mich dann mal hier drauf. Und dann bin ich oben. Was gibt's? Einen Schwertkristall. Das wäre dann Desintegration. Schwarzes Lichtschwert. Hä? Das sieht ein cooler aus. Rot-schwarz oder grün-schwarz? Ich finde ja grün-schwarz. Aber dieses Wutding ist eigentlich schon geil. Deshalb nehme ich mal rot-schwarz. Rot-schwarz. Das gefällt euch nicht wahr? Oh, jetzt bin ich übelst böse, nur weil ich rot-schwarzes Lichtschwert habe. Ah! Du schon wieder, der wurde abgeschossen. Ich aber voll kotzen. Nee, du triffst nicht. Ja. Oh oh, er kommt. Nein, er kommt doch nicht. Steckt fest. Sehr schlecht. Komm. X und A.
sollte vielleicht nicht immer mitsprechen bei den Quicktime-Events. Aber mir fällt ja nichts Besseres ein. Bin jetzt wieder beim Studieren und da wird meine gesamte Brainpower für Physik aufgewendet. Da. Nix mit Gatling Gun, Junge. Das ist gefährlich. Und dann kann er plötzlich alle Raketen auf einmal abschießen. Aber das macht mir auch nix. Ich bin ja Starkiller. Wo kann die jetzt überhaupt her? Muss ich jetzt lang hier, wo ich war? Oder wie? Oder was? Hier muss ich doch lang. Ich bin doch nicht orientierungslos. Blitzen hier so. Kann ich das auch blitzen? Ah ja, ich kann das tatsächlich blitzen. Was passiert da? Dann krieg ich eine Rakete in die Fresse. Stirb. Ah, die blockieren sich so gegenseitig. Mann, sind die blöd. Ich drück doch A. Number one. Ich könnte noch ein paar Raketen für die anderen. Aber nein, geht ja nicht. Super Lichtschwertwurf. Ey, scheiße Katze. Ja, Blitz, stirb. Als ich gerade vorhin den ersten kleinen Teil des Levels nochmal neu gespielt habe, habe ich auch wieder gemerkt, wie viel besser ich das spiele. Viel besser. Wenn ich ohne das aufzunehmen spiele. Versteht ihr, was ich meine? Ich nicht so Multitasking. Ich Monotasking. Ich kann nur eine Sache, die aber nicht gleichzeitig. Aha. Duse Dase noch am Leben. Jung, mein Force Fury Mode ist wieder aufgebootet. So, das sagt die Zeit. Noch 10 Minuten. Das ist ja crazy. Wunderbar! Wunderbar! Magnifik! Wer erwartet mich denn hier? Ne? Boah, wie ich das Feuerding einfach weggerückstoßt habe. Boah, der kann ja noch mehr außer Feuerattacken. Boah. Der kann ja richtig viel. Jetzt nicht mehr, weil ich nämlich ganz oft B drücke und dann Y. Sag ich doch, ich bin von der Jedi. Nein, da hat er mich. Ja, weg von mir. Ja. Ja, und reingemetzelt in die Menge. Ihr habt keine Chance. Ich brauche euren scheiß Rückstoß nicht. Ah, hier verstecken sich noch ein paar. Und ein Schwertkristall. Nein, er hat mich. Geh weg von mir, Mami. Fisch. Hallo. Ah, oh, die laufen durch meinen Blitz durch. Es sieht schlimm aus, Darkiller. So, ein bisschen Abwechslung müssen wir auch mit reinbringen, wa? Ich kann nicht. Ich hätte mal probieren müssen, die mit Geistestrick zu verhexen. Hex, Hex! Aber das wäre ja nur logisch, wenn das nicht geht. Nicht wahr? Es tut mir leid, ich kann nicht. Tut mir leid, geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, erstmal gibt es jetzt ein Machtkraft-Upgrade. Und zwar, was graden wir ab? Nochmal einen Super-Rückstoß? Ja, ich weiß nicht, was mehr bringt. Was macht ein Geistestrick Level 3? Hä? Drei Gegner gleichzeitig. Ups. Ich würde euch ja gern fragen, aber
5 Gegner gleichzeitig und betäuben hält länger an. Schadenstärke, bla bla bla. Ja, hier kann ich 2 Gegner anheben. Naja, brauche ich auch nicht. Stärke und Schaden werden deutlich gesteigert. Und desintegrieren schwache oder beschädigte Gegner. Das war schon Stufe 2 so. Oder nicht? Nee, stimmt gar nicht. Tja. Deutlich gesteigert. Ja, mach mal Rückstoß. Ich glaube, es ist hier immer noch ein hoher Schwierigkeitsgrad. So rede ich mich jetzt mal raus. So, und ein Lichtschwertkristall haben wir auch noch gefunden. Schock. Mehr Schaden mit Blitzen. Nee, das sieht hässlich aus, orange. Ich will kein Orange. Nee. Das ist aber ein ganz schön langer Gang. Oh wei, oh wei. Aber jetzt kommt auch eine sauschwere Stelle. Dann kommt noch da oben, da kommt auch noch eine sauschwere Stelle. So, zuerst mal kommen meine Freunde hier. Die sind, das ist noch nicht so sauschwer, ne? Die Stelle, die gleich kommt, werde ich mal Force Fury. Force Fury. Damit es nicht so langweilig wird. Ja. So, jetzt muss ich mal schnell die da hinten platt machen, bevor die Leute hier aus dem Boden rauskommen. Kommen sie gar nicht. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich das Spiel schon so gut kenne. Ah, jetzt. Ey, jetzt kommen nämlich hier meine Freunde, die Adepten. So, stirbt der? Jetzt stirbt er auf jeden Fall. So, was macht der andere? Der ist noch, der bleibt da drin. Ei! So, jetzt wird's nämlich echt brutal. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Kontern konzentrieren. Ich kann mal meinen super neuen Rückstoß natürlich ausprobieren. Karamba, den habe ich gekämpft. So. Der wirft Lichtschwert, das war ein Fehler, mein Freund. Und du kriegst noch 2 in den Rücken. So, nix mit Force Fury hier. Wir brauchen Force Fury. Ey, wer kommt? Was macht denn der hier? Ja, das kann schon verhängnisvoll sein. Komm, mach mal einen Rückstoß, Junge. Warum macht er den denn nicht? Jetzt Force Fury ich doch. Das geht mir jetzt auf den Sack. So. Schwache Gegner werden desintegriert. Das heißt, es waren alles schwache Gegner. Ich hatte nämlich jetzt echt keinen Bock, hier zu sterben. Muss ich mal so sagen. Was ist das hier? Ja, der Rückstoß Level 3, der hat schon. Der hat es in sich. So, hier heißt es jetzt nicht runterfallen. Einfach nur nicht runterfallen, bitte. So. In die Röhre. Das ist so ein kleiner Hindernisparcours hier. Das ist unmöglich, das. Wir sind unterwegs. Oh ja, die Story darf man natürlich nicht verpassen. Ich darf nicht so viel reinlabern hier, aber ich habe den Turm bei mir so leise, dass ich gar nicht höre, wenn die reden. Müsst ihr das entschuldigen, wenn ich eben manchmal ins Wort quatsche, wie er aber auch mir immer ins Wort quatscht. Das war jetzt knapp, die Kamera hat sich gedreht beim Springen. Das sollte nicht passieren. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh oh, die 10 Minuten sind um. Aber eigentlich kann ich jetzt hier nicht Schluss machen. Wenn ich jetzt hier Schluss mache, dann muss ich ja die Stelle am Anfang nachher nochmal machen. Das wäre nicht schön. Gar nicht schön.
vielleicht speichert er ja zwischendurch irgendwann nochmal. Oder ich mache einfach mal nochmal eine 20-Minuten-Folge. Freut euch das oder freut euch das nicht? Seid ihr mehr für 15-Minuten-Folgen? Wie passt euch die Zeit besser, hä? Komm, den nehme ich jetzt mal richtig wieder auseinander hier. Richtig schön mit einer Dreier-Super-Kombo. Echt nice. Dem habe ich mal sein Lichtschwert selbst wiedergegeben. Nein, ich wollte doch Abwehren drücken. So, bei dem mache ich nochmal dieselbe Kombo. Die ist nämlich echt schön, finde ich. Vor allem wegen diesem Turbo-Dreher am Ende. Den habe ich gleich mal in die Wand reingedroschen. So, das waren die drei. Die waren nicht so schwer. Wo muss ich denn jetzt? Lass mich das wieder darüber befördern hier. Das ist so richtig schön gemacht hier. Wer macht denn solche Räume? Kaminoana, ne? Hat es jetzt gespeichert? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin doch blöd. Aber ich glaube nicht, ne? Oh, das war ja weit. Gerade noch so die Taste erwischt, ne? So, komm hoch. So, ich muss da nicht rein. Ich kann oben auch oben drauf laufen. Das geht eben auch. Man muss bloß kreativ sein. Man hätte auch durchlaufen können. Was findet ihr schöner? Okay, ich höre jetzt auf. So, kommen jetzt hier die Leute. Kommen hier die Leute? Kommen keine Leute. Okay, noch keine Leute. Ich gehe mal hier entgegen der Drehrichtung. Und dann hier drauf. Auf diesen komischen Beförderungsdroiden. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Man muss auch nicht zu einfach sich machen mit der Macht, ne? Oh, jetzt kommt noch eine schwierige Stelle. Gleich, jetzt nicht ganz. Ha? Oh, guck mal, wie weit das reicht, ne, was der da macht. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist das jetzt schon die Dreier-Kombo, ja? Ja, er hat mich von hinten abgeschossen. Er sagt, er ist doch eh schon halb tot. Komm. Da ist doch. Voll desintegriert mit meinem schwarzen Lichtschwert. Und jetzt, was jetzt kommt, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Und ich habe nicht mal mehr Force Fury. Oh je. Aber naja, wenn ich verrecke, kann ich wenigstens... Das war schon mal ein perfekter Anfang, ja. Ich habe meine beiden Lichtschwerter schon mal weggeschmissen. Also mit Rückstoß ist es gar nicht so schwer. Glaub. So. Schön ausgewichen, schön ausgewichen. Er nimmt sein Lichtschwert und ich wehre ab. Nein! Ja, die arbeiten dann schon ganz schön im Team, diese Säcke. Alter, ja, guck mal, drei von denen, das sind nämlich echt heftig. Aber es sind wirklich nur noch die. Aber was ich auch machen kann, ist Geistestrick. Ne? Das habe ich ja glatt vergessen. Geistestrick ist immer gut. Scheiße, ich darf das nicht machen. Ha, was ist denn los? Meine Steuerung. Was? Irgendwas funktioniert gerade nicht. Oh, da kriegt er die Krise. Weißt du? Bei sowas. Da ist der Wahnsinn. Scheiße. Nein! Hör auf! Und ich bin kaputt. Oh Mann! Ich war jetzt völlig verwirrt. Wo kamen die alle her? Ich dachte, es waren nur noch drei irgendwann. Wo starte ich jetzt? Nicht am Anfang. Bitte nicht. Ich starte hier davor. Okay. Spannende, schwere Stelle. Ob ich die beim nächsten Mal gleich schaffe, das werdet ihr dann erst beim nächsten Mal sehen. Logisch, oder? Ja, ja, alles, was ich sage, ist sehr logisch. Meistens. Das Logischste folgt sofort. Nämlich, möge die Macht mit euch sein. Passt auf euch auf und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Twitch. Twitch. Ja, könnt ihr mal spekulieren, wo der Name herkommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber wer rausfindet, wo ich den Namen her habe, kriegt einen Keks. Oder darf ich einen Keks nehmen? Tschüss.